Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr den Prüfercode eines Baumes ermitteln könnt. Der Prüfercode an sich ist ein Code, der eindeutig zu einem Baum gehört. Das heißt, wenn wir nur den Prüfercode haben, können wir den Baum erstellen. Und wenn wir den Baum haben, können wir eindeutig auch den Prüfercode dazu erstellen. Schauen wir uns einfach mal an, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben einen Graphen G mit der Knotenmenge V und der Kantenmenge E gegeben und wissen zusätzlich, dass das Ganze ein Baum ist. Und wir suchen jetzt eben entsprechend den Prüfercode, der einfach so ein Tupel ist von A1 bis A Anzahl an Knoten minus 2. Und wir bestimmen den wie folgt. Also wir gehen so lange vor, bis wir wirklich nur noch 2 Knoten über haben, weil wir dann entsprechend schon wissen, wie unser Baum aussehen muss. Deshalb brauchen wir die Elemente in dem Prüfercode nicht mit aufnehmen. So, dann suchen wir uns zunächst das Blatt mit der kleinsten Nummer. Also die sind ja irgendwie nummeriert, die ganzen Knoten. Da müssen wir wirklich darauf aufpassen, dass wir wirklich ein Blatt finden, also ein Knoten mit nur einer Kante. Und dann nehmen wir einfach das AI, also AI für die i-te Stelle hier drin, ist dann einfach die Nummer des Nachbarn von V. Und dann entfernen wir V und auch die Kante. Und dann machen wir weiter, bis wir eben entsprechend fertig sind. Das heißt, schauen wir uns das einfach mal an. Dafür habe ich jetzt zwei Beispiele. Fangen wir hier mit dem ersten Beispiel einmal an. Das Blatt mit der kleinsten Nummer ist hier die 1. Das heißt, der einzige Nachbar der 1 ist die 5. Und als nächstes soll ich den Knoten entfernen und auch die zugehörige Kante. So, jetzt hat also 5 immer noch 2 Kanten, aber keine dritte mehr. Sonst hat sich nichts verändert an den Knoten, die noch vorhanden sind. Jetzt schauen wir weiter. Was ist das Blatt mit der kleinsten Nummer nun? Der Knoten mit der kleinsten Nummer wäre nun die 2. Die 2 hat aber mehr als eine Kante, also ist das Ganze kein Blatt. Machen wir mit der 3 weiter. Die 3 hat auch wieder nur einen Nachbarn. Und dementsprechend ist das Ganze ein Blatt und das Blatt kleinster Nummer. Das heißt, hier können wir auch jetzt die 3 wieder rausstreichen und die zugehörige Kante ebenso. So, jetzt ist das Blatt mit der kleinsten Nummer die 4, denn die 2 ist weiterhin kein Blatt und die zweitkleinste Nummer ist eben schon die 4. Das heißt, der eindeutige Nachbar der 4 ist auch hier die 2 und wir löschen den Knoten und die Kante. Dann ist das als nächstes das Blatt mit der kleinsten Nummer die 5. Das heißt, auch hier ist der eindeutige Nachbar die 2. Wir können die 5 rauslöschen und haben jetzt entsprechend das Blatt mit der kleinsten Nummer hier mit der Nummer 6. Und da ist auch der eindeutige Nachbar die 2. Das heißt, hier sind wir jetzt fertig. Wir haben nur noch 2 Knoten über. Und dementsprechend ist das hier unser Prüfercode. So, wie sieht das Ganze für das zweite Beispiel aus? Wir müssen ja nicht immer die Knoten wirklich bei 1 anfangen zu nummerieren, sondern können auch einfach bei 3 starten. Dann ist 3 hier auch schon ein Blatt. Das heißt, hier haben wir mit der 3, mit dem Knoten mit der Nummer 3 das Blatt mit der kleinsten Nummer. Der eindeutige Nachbar ist die 4. Löschen das Ganze raus. Haben dann das Blatt mit der kleinsten Nummer, was hier die 5 ist. Auch hier ist der Nachbar die 4. Jetzt wird die 4 durch das Rauslöschen der 5 zu einem Blatt. Ist dann das Blatt kleinster Nummer. Und wenn wir das rausstreichen, bleiben wieder nur 2 Knoten über. Und dann sind wir entsprechend fertig, weil wir noch 2 Knoten entsprechend haben. Genauso. So geht man vor, wenn man den Prüfercode eines Baumes ermitteln möchte.
einfach immer gucken, was sind meine Blätter und welches Blatt hat die kleinste.